kurz zusammengefasst, was ist eigentlich der Stand der Forschung und beschäftigt sich in den letzten Jahren schon intensiv auch mit, damit, was sind, wie verändern sich Arbeitsprozesse, was müssen, ja, unter welchen Bedingungen werden Mitarbeiter letztendlich im Rahmen der Digitalisierung arbeiten und welche Anforderungen werden an die Mitarbeiter gestellt. Auffallend ist, dass eben doch einerseits sehr viele Einzelaspekte sind, also beispielsweise natürlich dieses Thema ständig etwas Neues lernen, Flexibilität und Eigeninitiative, also eben, dass man dezentral an Arbeitsplätzen sehr viel mehr Entscheidungen treffen wird. Es gibt auch erste Kompetenzmodelle eben von Großkonzernen, die hier versucht haben, Zugänge zu finden. Ich denke aber, es gibt noch sehr viel zu tun im Bereich. Und wie gesagt, das soll ein kleiner Beitrag dazu sein. Letztendlich gibt es eben eine zu wenig umfassende Beschreibung. Wie ist das, sieht das Kompetenzportfolio in der Zukunft aus? In welche Richtungen geht es? Und das eben dann auch verhaltensbezogen konkret zu beschreiben, dass man es dann auch in Unternehmen umsetzen kann. Es gibt natürlich aus der Vergangenheit allgemeine Kompetenzlisten, eben insbesondere die von Heise und Erpenbeck, die in Deutschland recht verbreitet ist, wo man sagt, man hat wirklich mal 64 Kompetenzen, mit denen man berufliche Tätigkeiten doch relativ systematisch beschreiben kann. Es gibt eben dann spezifisch für jeweilige Themen dann auch Modifikationen davon, beispielsweise auch habe ich im Rahmen einer größeren Studie erstellt, wo sich eben Kompetenzen auf Innovations- und Effizienzprozesse beziehen. Und ich denke, da ist Industrie 4.0 durchaus auch ein Anwendungsfall, denn Unternehmen werden jetzt dauerhaft oder auch in den nächsten Jahren zunächst mal die derzeitige Produktion betreiben und sie werden versuchen, in einzelnen Bereichen auch Industrie 4.0 reinzugehen und werden es auch nebeneinander haben. Also auch diese Balance zu finden, das wird eine große Herausforderung, das beschreibt er jetzt dieses Kompetenzmodell auch. Insgesamt haben wir aber vor allem eben ein ganz großes Defizit darin, ja, wie sind die Kompetenzanforderungen dann wirklich für konkrete Berufsgruppen. Und wir haben uns eben jetzt mal diese Berufsgruppen Produktion, Produktentwicklung, IT herausgesucht und es auch zusammengenommen, Leute, also einfach Personen rund um die Produktion der Zukunft, also die Produktionsmitarbeiter, Produkt- und Verfahrensentwickler, die also einerseits, wie sieht das Produkt aus, das sich dadurch verändert, aber auch das Verfahren der Produktion und die IT, die hier natürlich die Produktion zunehmend unterstützt, wo eben auch IT und Produktion zunehmend zusammenwachsen werden. Ja, deswegen zwei Fragen. Zunächst, wie wirkt sich die Transformation zur Industrie 4.0 in den Bereichen Produktion, IT und Verfahrens- und Produktentwicklung auf die Gestaltung der Arbeitsaufgaben von Mitarbeitern in der Automobilindustrie aus? Und wir haben bewusst diesen Schritt davor gesetzt. Also ich denke, wir müssen eben erstmal genau schauen, wie sieht die Aufgabe aus, die dann analysieren zu können und daraus Kompetenzen abzuleiten. Und das ist eben dann die zweite Frage, wie werden Anforderungen und auch Kompetenzprofile dann entsprechend aussehen. Industrie 4.0 ist zunächst mal etwas, was ja eine Organisation beschließt zu verändern, also ihre Produktion zu digitalisieren und deswegen muss man wissen, was bedeutet eigentlich Industrie 4.0 in den jeweiligen Unternehmen? Was von diesem großen Strauß an Möglichkeiten, diesen Vorstellungen nutzt das Unternehmen? Und das ist natürlich so, es ist nichts Neues, auch Industrie 4.0 ist für uns jetzt schon nichts mehr Neues, aber auch vor 2011 haben sich sehr viele Unternehmen eben auch mit dem Thema schon intensiv auseinandergesetzt. Ich habe vor 2 Jahren mal mit so einem Messtechnikunternehmen gesprochen und wir haben gesagt, unser größtes Interesse ist eigentlich, dass wir diese Produkte, die wir derzeit machen, also
Messtechnik für die Produktion, dass wir die irgendwie unter dem Label Industrie 4.0 vermarkten können. Also das ist natürlich auch so ein Wort, einfach was gehypt wird, wo einfach so die Signallampen angehen und da versucht man sich natürlich auch zu verorten. Ja, aus diesem Verständnis für Industrie 4.0 soll dann abgeleitet werden, ja, wie verändern sich Aufgaben und daraus welche Kompetenzen sind dafür erforderlich. Wir haben es im Rahmen eben einer Fallstudie gemacht bei einem Automobilunternehmen. Wir sagen hier jetzt eben nicht, welches es ist, allerdings durchaus relativ eingrenzbar. Es ist ein europäisches oder eben auch ein deutsches Unternehmen, ein Premium-Hersteller. Und wir haben dort Dokumente analysiert, uns mal anschaut, die sehen die Prozesse insgesamt aus und 12 Interviews geführt. Im Rahmen des Interviews wurde natürlich einfach so die Produktion, das ganze Umfeld betrachtet und dann eben gefragt, ja, wie verändern sich die Aufgaben und erzählen Sie bitte konkrete Situationen, wie Sie eben dazu beitragen, dass diese Industrie 4.0 gefördert werden kann, dass wie Sie diese Aufgaben bewältigt haben. Das ist eben gerade aus der psychologischen Anforderungsanalyse die Thematik erfolgsorientierte Situationen zu betrachten. In großen Studien oder auch durchaus auch in der Praxis würde man viele hundert Situationen wirklich hier zusammentragen und daraus dann konkrete Verhaltensanker zusammenstellen, um Jobs möglichst genau zu beschreiben, aufgrund dieser Beschreibungen Leute auszuwählen und auch weiter zu schulen. Genau, es ist noch eben zur Stichprobe Experten, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter aus der IT-Produktion und Verfahrens- und Produktentwicklung. Zusätzlich haben wir eben auch Leute, einzelne Personen aus HR und Arbeitspolitik und Kommunikation für Industrie 4.0 gefragt, einfach wie kann die Entwicklung aussehen und wie wird es im Unternehmen wahrscheinlich weitergehen. Diese Personen sollten dann aus diesem Kompetenzatlas jeweils für jeden Bereich, jeden der vier Kompetenzbereiche, die ich gleich zeigen werde, 4 Kompetenzen auswählen, also insgesamt 16 Kompetenzen. Genau, das noch ganz kurz eben zu dem Unternehmen. Wir haben mehr als 100.000 Beschäftigte, mehr als 2 Millionen Fahrzeugabsatz. Wie gesagt, es ist wahnsinnig, dass es mehr als ein Unternehmen gibt, das ist das erfüllt, aber letztendlich schildern wir natürlich keine Technologie, sondern eigentlich das, was außenrum ist. Und das ist durchaus etwas, was natürlich in Gremien auch diskutiert wird. Wie gesagt, es ist ein sehr innovatives Unternehmen an Gremien. Ja, kommen wir zum ersten Punkt, Verständnis von Industrie 4.0. Ich denke, Sie alle wissen doch ziemlich viel über Industrie 4.0. Das haben wir jetzt auch gerade gesehen in diesen Runden. Deswegen, ich möchte eigentlich jetzt nicht so auf die Literatur groß eingehen. Wir haben zusammengestellt, was haben wir herausgearbeitet, aber was war letztendlich wichtig in dem Unternehmen? Das ist zum einen eben die Vision von Smart Factory als intelligente, wartungsfähige Fabrik und die Visionsgröße 1, die sich dann in Flexibilität äußert. Die Digitalisierung der Wertschöpfungskette und wartungsfähige Produktion, die Ausrichtung der Technik auf den Menschen und eben eine menschenzentrierte Produktion, keine menschenleeren Fabriken, eben das, was auch teilweise ja befürchtet wird, ja, wie viele Arbeitsplätze fallen weg, sicherlich in Produktionsanlagen werden in diesem Bereich Arbeitsplätze wegfallen, aber es wird eben keine Menschen werden. Ja, und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle durch Industrie 4.0 Anwendungen.
Das nur ganz kurz, das ist nicht der Kern der Studie, aber kommen wir zu den Aufgaben. Wie verändern sich die Aufgaben? Wir haben zunächst gefragt, was ist schon passiert und dann, was wird vor allem in den nächsten Jahren passieren? Ich werde Ihnen eben diese Zusammenstellung aus beiden zeigen. Also wir haben eigentlich letztendlich fünf Punkte gefunden, wie sich Aufgaben verändern. Es ist eben vor allem, dass Komplexität steigt. Wir haben Vernetzung aller Wertschöpfungspartner. Die Komplexität der Maschinen steigt. Konzepte für intuitive Steuerung können teilweise dem entgegenwirken. Also eben diese Aufgaben scheinen auch schon wieder das erste Thema, was müssen Mitarbeiter können, wo werden die Anforderungen höher. Das sieht man natürlich, es gibt mehr Komplexität. Wir haben mehr Vielfalt, wir haben mehr unterschiedliche Aufgaben an einem Arbeitsplatz, also eben weniger dieses, dass man eine bestimmte Aufgabe macht, wie es mal ganz ursprünglich in der Produktion war, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess auch schon über die letzten 50 Jahre letztendlich, und das geht auch mit Industrie 4.0 weiter. Wir haben mehr Flexibilität, es müssen kurzfristig Kundenanforderungen erfüllt werden, wir haben eben immer wieder neue Technologien, auf die man sich anpassen muss als Mitarbeiter. Es ist mehr Kommunikation. Wir haben eben diese vernetzten Wertschöpfungsprozesse. Und ja, das heißt, ich muss mit mehr Leuten weltweit kommunizieren. Und das betrifft eben nicht mehr so stark nur das Management, sondern eben auch die einzelnen Produktionsmitarbeiter, die jetzt eben die Maschinen oder diese Teile der Wertschöpfungskette relativ selbstständig steuern und sich dann eben mit den Leuten, die dasselbe in Brasilien, in den USA machen, auf dieser Ebene ganz konkret austauschen müssen. Ja, und technologische Unterstützung steigt, also eben, das ist klar, der digitale Ebene durch intelligente Steuerung, zum Beispiel Smartphones, Tablets oder auch auf der physischen Ebene durch die Mensch-Roboter-Kooperation. Wie gesagt, die großen Veränderungen kommen da allerdings noch, aber es geht eben in diese Richtung. Und dann eben zum eigentlichen Teil der Studie, was sind die erforderlichen Kompetenzen für Industrie 4.0? In diesem Kompetenzmodell von Heiser und Erpenbeck haben wir vier Kompetenzbereiche. Wir haben eben dieses Thema Fach- und Methodenkompetenz, etwas, was man vielleicht am ersten noch lehren kann und dann eben konkret eingeübt wird durch Anwendung natürlich, aber eben fachübergreifende Kenntnisse, Fachwissen, analytische Fähigkeiten, das ist jetzt, soll es nur Beispiel sein, einfach wie ist es abgegrenzt, das sind noch nicht die Ausgewählten. Wir haben soziale Kompetenzen, das ist klar, personale Kompetenzen, der Umgang mit mir selbst, also Lernbereitschaft, ganzheitlich denken, Eigenverantwortung fällt in den Bereich. Und eben Heise und Erpenbeck haben hier noch dieses Thema Aktivitäts- und Handlungskompetenz. Das sind Kompetenzen, die uns ermöglichen, andere Kompetenzen dann noch stärker zu aktivieren. Und wie gesagt, insgesamt 64 Kompetenzen. Wir haben eben immer an den Rändern hier so die ganz klar zugeordneten Kompetenzen. Man sieht auch natürlich, dass diese Kompetenzbereiche alle auch mit interagieren, das möchte ich auch mal dazu sagen, weil auch das Thema vorher angesprochen wurde, ja, kann man die Fachkompetenzen dann noch so klar abgrenzen? Das ist wirklich sehr schwierig, weil man eine Fachkompetenz alleine vielleicht auch gar nicht so einsetzen kann, sondern dann eben auch zum Beispiel hier beim Projektmanagement auch wieder soziale Aspekte dabei sind. Aber wie gesagt, es geht natürlich darum, einfach mal was zu systematisieren, und so sind diese vier Bereiche aufgeteilt. Kommen wir zu den Fach- und Methodenkompetenzen. Wie gesagt, maximal konnte eine Kompetenz 12-mal, also von allen 12 Personen genannt werden, und da steht im Mittelpunkt, wir haben analytische Fähigkeiten, systematisch-methodisches Vorgehen, Fachwissen und fachübergreifende Kenntnisse. Ich möchte das mit einzelnen Zitaten eben belegen. Wir haben
einfach gerade dieses Thema fachübergreifende Kenntnisse wird auch nochmal stärker in den Mittelpunkt rücken, gerade damit dabei dann eben auch die keine akademische Ausbildung haben, die nicht im Management sind, sondern die einfach sehr viel mehr die gesamte Wertschöpfung verstehen müssen. Also das heißt, der Schlosser wird nicht nur Schlosser bleiben, sondern er muss sich auch um die Elektrik kümmern. Ich brauche Verständnis für Pneumatik, ich brauche Verständnis für irgendwelche Prozesse, die da auch im Hintergrund laufen. Das nur als Beispiel, natürlich auch analytische Fähigkeiten. Wir müssen einfach sehr viel mehr alle mit Daten umgehen. Auch das natürlich, es gibt die Informatiker, es gibt natürlich Controller, das Management, die jetzt schon ständig Daten analysieren, aber das, auch das geht eben weiter runter auf alle Mitarbeiter. Es gibt natürlich auch gerade für Mitarbeiter, die eben keine akademische Ausbildung haben, auch sehr große Chancen, um das auch mal zu sagen. Wir haben dann auch systematisch-methodisches Vorgehen, eben dadurch, dass man immer mehr auch mit Maschinen, mit IT arbeitet, und da muss man sich eben auf die Logik einlassen, um das angemessen bewältigen zu können. Ja, wir haben dann soziale Kompetenz, und das heißt, ja, als erstes Anpassungsfähigkeit, dass ich mich auch auf, vor allem auch auf neue Gruppen, auf neue Personenkreise einlasse, auf andere Kulturen auch, natürlich aufgrund dieser Vernetzung, damit die Kooperation und die Teamfähigkeit. Und auch andere Dinge wie Problemlösungsfähigkeit, natürlich Kommunikationsfähigkeit, die auch in den oberen Kompetenzen mit drin ist, und da wieder darauf eingehend, ja, man wird zusammengewürfelt werden, weil durch die Änderungen ergeben sich neue Teams. Und das ist ganz entscheidend, dass natürlich es schon auch schön ist, wenn man einfach vielleicht weiß, ja, ich kenne mein Team, ich habe mich da eingelebt. Das ist ja für uns alle so ein bisschen Heimat, kann es doch was sein. Das wird tendenziell weniger, weil natürlich sich diese Teams auch schneller wohl ändern werden. Ja, und zum Beispiel auch ein Instandhalter ist durch die neuen Prozesse im Rahmen von Industrie 4.0 mit seinen Instandhalterkollegen in anderen Werken virtuell verbunden. Das er muss eben kooperieren können. Wir haben dann eben die personalen Kompetenzen, Offenheit für Veränderungen, Lernbereitschaft und ganzheitliches Denken. Ich glaube, also Offenheit für Veränderungen sind sehr klar, natürlich, es ist wie in allen anderen Change-Prozessen natürlich auch, die sich ergeben haben in den letzten 20 Jahren, brauchen letztendlich diese Fähigkeit. Die haben auch in der Vergangenheit gebraucht. Wir brauchen natürlich noch etwas stärker auch Lernbereitschaft, auch das wieder bei größeren Gruppen von Mitarbeitern. Und ja, ganzheitliches Denken ist wichtig, weil wir die komplette Wertschöpfungskette digitalisieren wollen. Das heißt, ich muss auch verstehen, wo kommt das Material her und wo fließt es hin. Schließlich ja, Aktivitäts- und Handlungskompetenz, also Innovationsfreudigkeit und eben auch gerade dieses Thema der persönlichen Mobilität. Das habe ich jetzt nicht mehr gesagt. Ich glaube, Innovationsfreudigkeit ist ganz klar und Mobilität, dass ich mich eben auch durchaus weltweit innerhalb dieser Wertschöpfungskette bewege. Das ist natürlich so grundsätzlich, ist, denke ich, gerade bei jungen Mitarbeitern, sag ich mal, ich bin bereit, ich will eben auch zu Neuem aufbrechen, aber das dauerhaft zu machen, ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade wenn es eben dann sehr viele Mitarbeiter betrifft. Ja, einfach nochmal zusammengefasst am Schluss. Was sind eigentlich die Schwerpunkte? Ich muss sagen, dass man ja gerade auch lange Zeit immer gesagt hat, wir brauchen so viel Personale, auch soziale Kompetenzen. Ich würde sagen, zumindest diese kleine Studie hat nochmal ein bisschen, durchaus der größte Schwerpunkt war auf eben auf diesen Fach- und Methodenkompetenzen, dass man eben sagt, wir müssen diese Wertschöpfungskette
verstehen, also Fach- und Methodenkompetenzen im ganzen Spektrum eigentlich. Vielleicht gar nicht unbedingt tiefer, aber vor allem breiter. Ja, soziale Kompetenz, wie arbeiten wir zusammen, auch das eben ganz schwer, nicht, letztendlich ja nicht einfach, und auch Zusammenarbeit natürlich auch mit Maschinen, Mensch-Roboter-Interaktion, auch das durchaus auch eine Herausforderung. Personale Kompetenzen, ja, lebenslanges Lernen geht weiter und es gibt eben mehr Eigenverantwortung, die wir auch erstmal stemmen müssen, die eben eine große Herausforderung für uns darstellt. Demgegenübergestellt, ja, wie sehen eben die Aufgaben aus? Wir haben also mehr Komplexität, Vielfalt, Flexibilität, Kommunikation und technologische Unterstützung und um eben ja, dieser Komplexität gegenüberleben zu können, brauchen wir Fachkompetenzen relativ breit. Wir müssen natürlich auch gemeinsam kooperationsfähig sein, um das zu bewältigen, auch eben ganzheitlich denken. Wir müssen vor allem eben auch sehr stark lernen und mobil sein. Ja. Das dazu natürlich nur eben auch ein Ausschnitt eben aus diesen Interviews. Wie gesagt, es ist ein Unternehmen, es ist ein ganz spezieller Bereich. Es sollte einfach zeigen, wie kommt man vielleicht von so einem grundsätzlichen Verständnis von Industrie 4.0 über die Aufgabe dann auch zu einer Beschreibung von Kompetenzen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.